In der Gedenkstätte am Moritzplatz gibt es derzeit eine interessante Fotoausstellung zu sehen. Sie zeigt den Alltag in Magdeburg zwischen 1940 und 1950, wenn man also so will, zwischen Bombenkrieg und Neubeginn. Die Bilder stammen von Paul Gehlert, der für den Faber Verlag und die Volksstimme tätig war. Paul Gehlert wurde 1896 in Leipzig geboren. Er erlernte den Beruf eines Chemigraphen, ein Beruf aus dem Druckereigewerbe, der heutzutage ausgestorben ist. Er arbeitete zunächst in Hamburg. 1939 erhielt er eine Anstellung beim Faber Verlag in Magdeburg, dem das markante Hochhaus in der Bahnhofstraße gehörte. Das Stadtarchiv besitzt hunderte Aufnahmen, die Gehlert zwischen 1938 und 1951 von vielen Orten und Situationen in Magdeburg gemacht hat, denn Fotografieren war sein Hobby. Als Mitarbeiter des Faber Verlages, in dem bis 1944 die Magdeburgische Zeitung, aber auch Zeitungen der NSDAP erschienen, hatte Gehlert zu vielen Schauplätzen einen privilegierten Zugang. Er durfte im Bild festhalten, was normalen Bürgern strikt verboten war, zum Beispiel auch Zerstörung durch die Luftangriffe. Gehlert fotografierte, was er für bedeutsam hielt, vor allem aber die besonderen Begebenheiten, wie er einmal schrieb. Das galt auch nach Kriegsende. Der Luftkrieg gegen Magdeburg begann im August 1940, anfangs nur mit wenigen Opfern und geringen Schäden. So fühlten sich viele Einwohner bis zum Januar 1944, als der eigentliche Bombenkrieg begann, relativ sicher. Das änderte sich jetzt schlagartig. Die Luftabwehr wurde verstärkt. Frauen und Kinder wurden in umliegende Landkreise evakuiert. 1945 intensivierten die Alliierten die Luftangriffe weiter. In der Nacht vom 16. Januar 1945 warfen britische Bomber mehr als 1000 Tonnen Bomben über die Stadt ab. Dabei konzentrierten sie sich vor allem auf Wohngebiete der eng bebauten Innenstadt. Der Feuersturm verwandelte die Altstadt in Trümmer und kostete 2700 Menschen das Leben. 190.000 Einwohner verloren ihr Obdach. Doch das Leben musste ja nach der Kapitulation weitergehen. Die Industrie musste nach und nach wieder aufgebaut werden, genauso wie neue Häuser entstehen mussten. Auch wenn es viele Jahre dauerte, bis Magdeburg wieder eine blühende Industriestadt wurde, die sie vor dem Krieg einmal war. Als Hauptstadt der preußischen Provinz Sachsen hatte Magdeburg einmal 300.000 Einwohner. Diese Zahl erreichte die Stadt bis heute nicht mehr. Paul Gehlert fotografierte nach dem Krieg als Angestellter der Volksstimme das wieder entstehende Neben, das schwer genug war, galt es doch erst einmal, die Trümmer zu beseitigen. So entstanden viele Aufnahmen, die es ohne ihn vielleicht nicht gegeben hätte. Denn wer hatte noch einen Fotoapparat retten können? Erstens vor den Bomben, zweitens vor den Besatzern nach Kriegsende. Ursprünglich wollte das Stadtarchiv seine Bilder damals nicht ankaufen. Zum Glück entschied man sich später anders. Viele unwiederbringliche Aufnahmen und Motive konnten so der Nachwelt erhalten bleiben. 1952 verzog Paul Gehlert nach Leipzig, wo er 1960 verstarb. Die Ausstellung kann bis zum 3. Oktober im ersten Obergeschoss der Gedenkstätte zu den regulären Öffnungszeiten kostenfrei besichtigt werden.